Hi ihr Lieben, heute gibt es ein besonderes Video zur Adventszeit und zwar ein Video, mit dem wir die Bibel erforschen wollen. Wir gehen dafür nochmal in die Bibelsoftware rein, die ich euch vor einigen Wochen, ich glaube fast schon Monaten mal vorgestellt habe. Allerdings diesmal mit einem ganz besonderen Fokus und zwar mit der Frage, was wir aus den Bibeltexten und der Auslegung über die Zeit rausfinden können, bevor Weihnachten gefeiert wurde, wie wir das kennen. Also die Bibeltexte waren ja da und dann haben Theologen über viele, viele Jahre Dinge aufgeschrieben und sich überlegt, bevor am 24., 25., 26. Dezember Weihnachten gefeiert worden ist. Und da können wir ganz, ganz viel entdecken, weil das natürlich von all dem Romantischen mit Weihnachtsbaum und was es bei uns alles gibt, dann entkleidet ist. Ich will ein kleines Vorwort noch sagen, denn das ist wirklich besonders bei diesem Video. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich jetzt mache. Also ich habe echt lange überlegt, gehe ich das jetzt durch und gucke mir das Stück für Stück an? Und dann habe ich festgestellt, nein, eigentlich finde ich das doch viel spannender, wenn wir in solche neuen Fragestellungen gemeinsam reingehen und das gemeinsam entdecken. Das heißt, ich weiß so ganz grob, in welche Richtung ich möchte, aber ich habe das noch nie gemacht. Und ich bin gespannt, ob du mit einsteigst und selbst dann auch Entdeckungen in deiner Bibel, in deiner Bibelsoftware machst. Noch ein wichtiges Vorwort, das, was ich dir jetzt zeige, funktioniert auch mit der kostenlosen Version. Ich verlinke dir das hier unten nochmal, habe mir das eben gerade nochmal installiert, also als kostenlose Version installiert, nicht nur meine Bezahlversion, die du gleich sehen wirst. Und darin funktioniert das auch. Da gibt es nicht die ganze Menge von Werken, aber das ist, glaube ich, gar nicht das Schlimmste. Auf jeden Fall kannst du dem folgen und kannst vielleicht für dein Weihnachtsfest ganz, ganz neue Entdeckungen in der Bibel machen. Okay, lass uns gemeinsam rübergehen und dann klären wir nochmal, was wir entdecken möchten. Das Spannende ist am Ende, dass es Assistenten gibt. Hier sind diese Assistenten nochmal in der Bibelsoftware aufgeführt. Es gibt verschiedene Vorlagen, man kann sich aber auch eigene Assistenten erstellen. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir einen Assistenten erstellen, der die Bibliothek nach den Werken durchsucht, die, wie gesagt, ganz am Anfang der Kirchengeschichte geschrieben worden sind, als es noch kein Weihnachten, noch kein Weihnachtsbaum, noch keine Weihnachtsplätzchen oder Adventskranz oder sonst irgendetwas gab. Wir entdecken also Weihnachten in der Urkirche. Wie geht das? Als allererstes gehen wir in unsere Bibliothek. Die Bibliothek findest du hier oben, wenn du auf diese, das sollen Bücher sein, gehst. Damit wir heute das ein bisschen einfacher haben, weil dieses Fenster immer aufploppt und wieder weggeht, ziehen wir das, indem wir gedrückt halten, einfach mal hier in das Fenster rein. Und du siehst, hier öffnet sich unsere Bibliothek. Da sind jetzt alle Bücher drin, die ich in meiner Bibliothek besitze, über 2800 Stück. Das werden bei dir vielleicht weniger sein, aber wir wollen uns heute ja auch auf einige wenige konzentrieren. Und jetzt geht es darum, dass wir aus diesen Büchern, die wir in der Bibliothek haben, einige Bücher zu einer Sammlung hinzufügen wollen. Nein, eigentlich zu zwei Sammlungen. Eine Sammlung mit Werken aus der Bibliothek zu den Kirchenvätern und eine Sammlung mit Kommentaren aus der Bibliothek zu den Kirchenvätern. Also zu Menschen, die ganz bewusst etwas über einzelne Bibelverse und Bibeltexte aufgeschrieben haben. Dafür gehst du in die Werkzeuge und da in die Sammlungen. Dort. Jetzt haben wir links unsere Bibliothek und rechts unsere Sammlung. Die erste Sammlung, die wir erstellen, sind Kirchenväter-Kommentare. Und jetzt wollen wir schauen, welche Werke haben wir in der Bibliothek von diesen Kirchenvätern, von den Alten. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, eigentlich muss man da jetzt manuell durchgehen und Stück für Stück suchen. Ich zeige dir aber mal einige Tricks, wie man da drankommen kann. Denn ich kann ja zum Beispiel erstmal nach das könnte Patrologicae oder was auch immer heißen. Und du guckst hier, guck mal, da siehst du schon ganz, ganz, ganz viele Patrologia Graecae. Das sind Kommentare von den Kirchenvätern, die zu Bibeltexten geschrieben worden sind. Und die nehme ich jetzt und fasse sie an und ziehe sie hier rüber, alle einzeln. Und schon sind sie in dieser Sammlung drin. Du merkst, das ist ein bisschen Handarbeit, ja. Das hatte ich mir auch schon gedacht. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch lange so ein bisschen gehütet, da dran zu gehen. Es hängt natürlich immer davon ab, welche Werke du wirklich bei dir hast, was bei dir gekauft oder auch kostenlos zur Verfügung steht. Jetzt weiß ich aber, wahrscheinlich habe ich hier schon einen Buchstaben zu viel eingegeben. Da, guck mal, Catena Aurea, Commentary on the Four Gospels.
Message of the Patriarchen und das Prinzip des Glaubens. Nein, hier, Catena Aurea. Das ist ein ganz wichtiger Kommentar, den ich auch hier drin haben möchte. So, jetzt können wir nochmal durch unsere Kommentare durchgehen. Ich kann hier nochmal ein ganz bisschen, wenn ich diese Information mal ausschalte, dann kann ich hier nochmal durchgehen, ob mir hier jetzt noch welche auffallen, wo ich sofort sehe, das sind natürlich da Thomas von Aquin, die haben wir aber diese vier jetzt schon rübergeholt. Das seid natürlich jetzt an meinem Theologiestudium, ich kenne einige der Namen, die ich haben möchte. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob ich noch weitere, da habe ich was gesehen im Augenblick, da. John Chrysostom, was, wie, Chrysostom, das ist Englisch, auf Deutsch Chrysostomus, ist einer der wichtigen, das sind Homilies of Saint Chrysostom. Also das sind die Predigten von Chrysostomos. Die möchte ich hier auf jeden Fall auch mit reinziehen. Das andere sind, wenn ich das richtig sehe, alles ziemlich ja, moderne Bücher. Aber wir, wie gesagt, wir haben jetzt schon eine ganze Menge. Oh, wir haben hier noch mehr Kommentare, sehe ich gerade. Aber das sind jetzt auch hier Homers Iliad und sowas. Das sind jetzt welche, die sind von anderen Autoren, die sind jetzt nicht um. Wahrscheinlich sind da diese auch Patrouille Cursus Completus. Ich gehe mal hier drauf, dann siehst du das im Bild besser. Nee, das sind schon Kirchenväter der Early Church. Also wir lassen diese Sammlung jetzt einfach mal so stehen. Und jetzt erstelle ich eine neue Sammlung. Die nenne ich Werke Kirchenväter. Ich gebe nochmal meinen typischen Patre ein und sehe jetzt nämlich, hier sind nämlich noch diese gesamten Monographien, lateinische Texte. Das ist natürlich das, was wirklich, wirklich jetzt richtig interessant wird, ne? Guck mal, Theologie der Kirchenväter, Grundlagen frühchristlicher Glaubensreflexion. Das ziehe ich in diese Sammlung rein. Genauso wie Quellentexte zur Theologie der Kirchenväter. Und dann haben wir noch Perseus Classics. Die sind übrigens kostenlos zu kriegen. Ich verlinke dir das, wie gesagt, hier unten. Und sämtliche dieser, ich mache mal hier oben den zu, dann kann ich ein bisschen besser hier rüberziehen. Dann wechselt die Bibliothek nicht immer hin und her. Die ziehe ich jetzt wieder alle hier rüber. Zack, 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 zack. Das ist jetzt eine Arbeit, da kann man natürlich am Ende, also nach diesem Video, Stunden über Stunden verbringen, weil es da wirklich darum geht, die Bibliothek zu durchforschen. Was hat man alles? Was hat man irgendwo mal bekommen? Denn das ist natürlich jetzt nicht systematisiert. Es gibt also von Logos jetzt bisher, wenn ich das richtig sehe, noch keinen richtigen Filter, wo man jetzt nach diesem ursprünglichen Datum forschen könnte. Das ist allerdings auch, wie soll ich sagen, ist ja auch logisch, weil viele Bücher, die jetzt etwas über das von den Kirchenvätern sagen, sind ja jetzt modern von Leuten von heute geschrieben worden und haben dementsprechend ein Datum von heute oder aus den letzten Jahrzehnten. Aber es sind nicht die Urtexte. Die Urtexte, die man dann aus den ersten paar hundert Jahren sehen kann, die sind dann ja auch auf Griechisch, Lateinisch. Damit können wir noch nicht so viel anfangen. Die Übersetzung für uns wäre interessant. Deswegen, das ist nochmal mein wichtiger Hinweis. Nimm dir nach diesem Video, wenn wir die ersten Schritte verstanden haben, ruhig nochmal Zeit und geh durch deine eigene Bibliothek durch. Und du wirst wahrscheinlich noch eine ganze Menge weitere spannende, wirklich spannende Werke finden. Ich gehe jetzt nochmal durch, was ich hier noch an Reihen habe. Guck mal, hier habe ich nämlich eben gesehen, ich habe noch den Patrologiae Cursus Completus. Da habe ich jetzt die Monographien, da habe ich die Kommentare eingefügt. Jetzt habe ich noch die Primärtexte. Das wären jetzt die griechischen Texte. Ich lasse die für heute erstmal raus, weil du eben gesehen hast, das ist immer ein bisschen Arbeit, das rüberzuschieben. Aber da siehst du, da geht es weiter. Ich kann auch hier auf Werke Kirchenväter nochmal gehen. Und sehen dann, da habe ich noch diese beiden Monographien, die habe ich aber hier schon auch eingefügt. Also da hast du so ein paar Filter hier in diesen Bereichen, wo du noch so ein bisschen weiter schauen kannst. Worship in the Early Church, das könnten wir uns auch nochmal angucken. Das sind aber auch die, die ich eben schon gesehen habe. Das heißt, wahrscheinlich habe ich einen großen Teil jetzt von den Werken, die ich
besitze, auch schon eingefügt. Reicht uns auf jeden Fall auch, denn wir gehen jetzt mal den nächsten Schritt. Jetzt geht es an etwas sehr Spannendes. Jetzt gehen wir in die Assistenten und sagen hier unten auf Neu, eigener Assistent. Diesen Assistenten nennen wir jetzt Kirchenväter. Und hier wollen wir jetzt, und das ist das Spannende, drei Felder einfügen. Zum einen Kommentare. So, Kommentare muss ich einfach nur einmal drauf drücken, dann kommt hier die Sammlung, aus der er auswählen soll. Und da wollen wir jetzt nämlich nicht sagen alle Kommentare, da sagen wir jetzt Kirchenväter-Kommentare. Und dann kommt hinzu Sammlungen. In Sammlungen sagen wir jetzt Werke Kirchenväter. Das sind die beiden Sammlungen, die wir gerade erstellt haben. Einmal im Kommentareabschnitt, einmal im Sammlungabschnitt. Was für uns noch interessant ist, ist dann das Feld antike Literatur. Da gehen wir genauso drauf. Jetzt haben wir in unserem Assistenten, den wir neu erstellt haben, drei Punkte. Kommentare, Sammlung, antike Literatur. Dieser Assistent heißt Kirchenväter und da gehen wir jetzt hier nochmal auf Assistenten, gehen runter und zwar zu eigenen Assistenten und dort taucht jetzt Kirchenväter auf. Da siehst du das. Und in diesem Assistenten geben wir jetzt einfach mal unsere Bibelstelle ein. Das ist im besten Fall Lukas 2, die Geburt Jesu. Und wir stellen fest, dass hier schon eine ganze Menge an verschiedenen Werken auftaucht. Die antike Literatur blende ich erstmal aus. Zunächst geht es um Kommentare. Ich habe tatsächlich einen Kommentar zu Lukas 2, Vers 1 bis 10 von Thomas von Aquin. Der ist englisch, ist uns aber gar nicht so schlimm. Hier sehe ich auf jeden Fall jetzt schon, was ganz viele verschiedene Autoren der damaligen Zeit zu diesem biblischen Text gesagt haben. Dann habe ich noch 46 Treffer in anderen Artikeln, ich gehe jetzt hier nochmal auf mehr, dass du das ungefähr sehen kannst, von allen möglichen Äußerungen. Zum Beispiel Chapter 2 von Augustin. Fantastisch. Oder hier, wir gehen nochmal ein kleines Stück weiter, das ist alles Patrologia Graecae. Da, Other Topics, Worship in the Early Church. Und hier zeigt er dir alles Mögliche an, was in irgendeiner Form mit diesem Bibeltext verknüpft ist. Siehst du, es ist am Ende relativ einfach gewesen. Wir haben jetzt 10 Minuten gebraucht. Ich muss das nochmal sagen, ich habe wirklich keine Ahnung gehabt von dem, was wir hier jetzt gemeinsam versuchen. Spannend ist natürlich dann der Filter antike Literatur, weil auch hier wird jetzt nochmal gezeigt, wo es Anspielungen gibt an irgendeiner Stelle in der antiken Literatur, zu dem, was wir jetzt für einen Bibeltext, also Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte, gesucht haben. Spannend sind zum Beispiel Zitate hier, keine Ahnung, ich klicke einfach mal auf diesen hier. Und tatsächlich habe ich das, du siehst das hier drin, das ist das Werk, was ich eben erwählt habe. Ich wollte dir eigentlich was anderes zeigen, denn es geht hin und wieder auch noch, da müsste ich jetzt mal gucken, von etwas, was ich definitiv nicht habe, da. Theodoret Eristanes, kein Werk in ihrer Bibliothek enthalten. Da könnte ich jetzt aber, das ist der Unterschied zwischen antike Literatur und meiner Sammlung, die ich eben gemacht habe, da könnte ich über diesen Link jetzt zum Logos-Shop gehen und mir das Werk, was ich dann noch weiter studieren möchte, hinzukaufen. Am Ende kommt raus, ich gehe nochmal hier zurück zu diesem hier eigentlich. Das ist das Spannendste für mich im ersten Zugang. Da habe ich jetzt einen Kommentar, der ist nachweislich nach meiner Sammlung, die ich erstellt habe, von den frühen Kirchenvätern. Das sind Menschen, die keine Ahnung haben von dem, was wir mit Weihnachten verbinden. Und darin kann ich entdecken, was Weihnachten ursprünglich geheißen hat, ohne meine Kultur, ohne das, was bei mir aufgeladen ist. Ich hoffe, dass du damit ein bisschen was anfangen kannst, dass sich das ein bisschen weiterbringt, denn über diese eigenen Assistenten und eigene Sammlungen kann man sich am Ende natürlich eine ganze Menge zusammenbasteln, was eine ganz große Hilfe sein kann im persönlichen Bibelstudium. Ich freue mich sehr, wenn du mir einen kleinen Kommentar da lässt, ob das für dich interessant ist, ob wir an der Stelle vielleicht ein bisschen weitermachen möchten. Ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, frohe Weihnachten, ein gesegnetes Fest. Wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal wieder, damit anderen Videos. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis dann. Ciao.